Hi, ich heiße Tanja und für gewöhnlich mache ich verrückte Gartenexperimente. Selbstversorgung, Gärtnern und Preppen sind ganz große Themen in meinem Leben. Zum Beispiel aus Eicheln mache ich Eichelmehl, baue viel Gemüse an und sammle viele verschiedene Kräuter. Rezeptexperimente kommen natürlich auch dazu. Mehl, Öl, Salz und Wasser. Das werden Wraps. Das Preppen bringt eine faszinierende Mischung aus Abenteuerplanung und Überlebensstrategie mit sich. Es ist, als würde man sich auf ein eigenes Abenteuer vorbereiten. Eines, das hoffentlich nie eintritt. Aber wenn doch, ist man gewappnet. Für viele Prepper ist es nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme, sondern eine Art Lebensphilosophie. So ist es auch für mich. Das ist der Alltag. Ich bin immer prepared. Dieses Wissen gebe ich gerne weiter, wie man in verschiedenen Situationen überleben kann. Diese Fähigkeiten reichen vom Feuermachen über das Filtern von Wasser bis hin zu Navigation in Wildnis. Und natürlich meine Vorräte. Lebensmittelvorräte aufzubauen hat etwas Beruhigendes. Man sieht, wie die Regale sich fühlen und hat das Gefühl, für jede Situation bereit zu sein. Dabei gibt es immer neue Dinge zu lernen, etwas, wie man Lebensmittel richtig lagert, welche Konservierungsmethoden am besten funktionieren oder welche Vorräte für welche Situation am sinnvollsten sind. Das Sammeln von Heilpflanzen und das Einkochen von Lebensmitteln geben nicht nur ein Gefühl von Sicherheit, sondern auch die Befriedigung, unabhängig zu sein. Ein Prepper hat ein ganz anderes Alltagsbewusstsein. Man überlegt sich, wie man Ressourcen nutzen kann, wie man zum Beispiel bei Stromausfällen zurechtkommt und wie man Lösungen findet, wenn alles plötzlich anders läuft. Und die Ressourcen werden immer weiter verwendet. Ein zentraler Gedanke dabei ist, mit wenig auszukommen und tatsächlich auf einen Ernstfall vorbereitet zu sein. Nahrungsmittel aus der Natur, wie klingt das denn? Brennnesseln, Löwenzahn, Waldbeeren und viele verschiedene Kräuter. Die wachsen ganzen Jahr über. Diese Lebensmittel musst du dann nicht kaufen. Das stärkt natürlich die Unabhängigkeit und eine große Verbindung mit der Natur. Stell dir mal vor, es bricht alles zusammen und keiner weiß, wie die Tomaten eingepflanzt werden. Und du bist eine von wenigen Personen in deiner Umgebung, die diese Samen hat. Und du kannst die Tomaten ziehen, die verschenken oder tauschen und das sorgt für Überleben deiner Familie. Darauf bereite ich mich jeden Tag vor und gebe mein Wissen gerne weiter. Im nächsten Video ernten wir zusammen Topinambur und die Knollen werden dann in der Küche verarbeitet. Bleib gesund und sei vorbereitet.